Ja, und dann hat meine Mutter mich doch wieder zu den Großeltern wieder zurückgebracht. Ich weiß auch nicht, wie lange ich in Berlin war. Da habe ich absolut keine Erinnerung dran. Und dann kam eines Tages ein Brief, dass meine Großmutter fing sehr an zu weinen und sagte immer nur: Mein Gott, warum hat er sie denn da nur mit reingezogen? Und später habe ich dann eben gewusst, dass sie meinen Vater damit meinte. Und das war wohl offensichtlich die Nachricht. Und dann haben sie mir gesagt, ja, deine Mutter ist an einer Gallenblasenentzündung gestorben. Weil die Rote Kapelle, das wurde so geheim gehalten, dass die Familienangehörigen bedroht wurden, wenn sie darüber sprechen würden, kämen sie auch ins KZ. Und das durfte nicht über die Verurteilung gesprochen werden. Bei den Sitzungen des Reichskriegsgerichtes, das wurde vom Reichskriegsgericht geführt, obwohl der größere Teil Zivilisten waren, wurden auch keine Zuhörer zugelassen. Da war ausgewähltes Personal im Saal. Aber das habe ich alles erst nach 45 erfahren. Und wie alt waren Sie, als Sie erfuhren, wie Ihre Mutter tatsächlich gestorben ist? Da war ich schon, ja, wie alt war ich? 45. 8 Jahre fast, ne? Im Mai, 7,5. Vorher hab ich das nicht erfahren. Wer hat Ihnen das mitgeteilt? Ja, meine erste Stiefmutter, aber erst mal die Zeit, die ich. Also mein Vater kam in voller Wehrmachtsuniform, holte mich dort ab. Und dann kam ich aber nicht sofort zu dieser Frau, sondern ich kam in ein Nazi-Kinderheim. Und das ist für mich, obwohl ich eine lückenhafte Erinnerung dran habe, eine ganz schreckliche Erinnerung. Weil ich weiß nicht, ob die anderen Kinder auch so eine Herkunft hatten wie ich oder ob das einfach aus anderen Gründen Kinder waren, die in einem Heim abgeschoben worden waren. In dem Heim war es schrecklich. Wir haben also, war ein großer Schlafsaal und viele Kinder weinten abends, wenn sie im Bett lagen. Und wir mussten vom riesengroßen Hitlerbild jeden Morgen aufmarschieren, bevor es zum Frühstück ging, und da so eine Art Morgenappell über uns ergehen lassen. Und für mich war eigentlich das Schrecklichste, ich habe mal, Kinder haben öfter mal Bauchschmerzen. Ich hatte Bauchschmerzen und wollte nicht essen. Und es gab Herings und Pellkartoffeln und weiß ich nicht noch was. Und die haben mich gezwungen, das zu essen. Und dann habe ich mich erbrochen. Und dann haben sie mich gezwungen, das Erbrochene wieder zu essen. Sodass ich heute, also wenn ich in die Nähe von so einem Bratfischstand oder sowas komme, dann kriege ich schon leichtes Würgen. Und also Fisch und Meerestiere kann ich nicht essen. Ich finde sie interessant, wenn sie lebendig sind, aber essen kann ich sowas nicht. Ja, dann kam ich zu meiner, dann hat mich diese Stiefmutter, deren Familie Nazis war, erklärte, hat mich dort abgeholt von diesem Kinderheim, das muss irgendwann eine Ostsee gewesen sein. Und hat mich dann zu sich nach Berlin geholt, aber sie lebte, weil ihre Eltern ausgebombt waren, inzwischen, das war so eine Großfamilie, ja. Mutter, Vater, zwei Töchter, eine Großtante, noch eine ältere Dame und eine Köchin. Also es war ein riesengroßer Frauenhaufen, aber eigentlich hatte keiner für mich Zeit, denn meine Stiefmutter arbeitete als Apothekerin. Und also irgendwie habe ich mich da sehr unglücklich gefühlt, weil irgendwie war ich nicht besonders geliebt und das merkt ein Kind ja auch und beachtet auch nicht so sehr. Und man hatte noch diese großbürgerlichen Angewohnheiten, zum Beispiel bei irgendwelchen Festen, dass die Kinder an den Katzentisch kamen. Das kenne ich also auch noch, hört sich fast an wie nach Kaiserszeiten, aber es war dort auch noch so. Und ich bin dann nochmal eingeschult worden. Ich war da in Pommern schon mal eingeschult worden, bin dann nochmal eingeschult worden und bin in die Schule gegangen und war nachmittags auch noch im Schulhort.